Moin, ich grüße euch, der Junge aus Thailand. Ja, wir haben Wochenende, Anfang des Wochenendes. Ja, trotz Wochenende haben wir natürlich auch hier keine Langeweile. Eingeschaltet habt. Loi ist gerade unterwegs, besorgt uns Benzin, macht auch die erste Probefahrt mit unserem neuen Moped. Ja, ich bin mal gespannt, welches Resümee sie dann zieht, wenn sie dann wiederkommt. Ja, wir haben natürlich aufgrund der ganzen Geschichte mit dem Moped natürlich viel Zeit verloren, die wir hier rundherum ja auch normalerweise hätten gebrauchen können. So ist ja bei dem letzten Sturm, den wir euch da gezeigt haben, ja doch so einiges in die Binsen gegangen. Allerdings müssen wir uns dann jetzt auch mal wieder um die Farm kümmern. Beziehungsweise es soll ja dann auch noch mal mehr angepflanzt werden. Jetzt kommt ja langsam die Zeit, in der man auch mehr pflanzen kann. Und Ploy hat gestern schon präventiv ja was gemacht. Natürlich auch unliebsame Dinge erledigt. Ja, der hat einen ganzen Streifen da hinten einfach mal weggebrannt von Dingen, die alles im Weg sind. So werden wir dann heute hier mal unseren Wildwuchs wieder etwas auf den Leib rücken. Ja, mit den Sturmschäden, da haben wir jetzt schon ein bisschen angefangen. Will ja auch gut überlegt sein. Also es ist ja einiges kaputt gegangen, zum Glück wenig. Alles gut, aber dann willst du auch richtig überlegt sein. Ja, man will ja Lösungen oder Endlösungen schaffen, die einen nicht jedes Mal bange machen, wenn so ein bisschen Wind aufkommt. Ja, so haben wir dann hier unsere Klappe, die jetzt ja von außen sichtbar ist, haben wir jetzt, damit die nicht mehr nach innen schlagen kann, solche Laschen angebracht, links und rechts. Ja, und in der Mitte wird sie ja dann nach innen gezogen und dann gesichert durch unseren langen Hebel. Haben wir euch ja schon mal öfter gezeigt und das funktioniert jetzt ganz gut. Ich muss noch die Wand ein bisschen reparieren innen drin. Ja, und die Dinge, die hier am Pool geschehen, da fehlt nach wie vor noch ja dieses Panel. Allerdings, wir speisen derzeit unsere Pumpe des Pools. Ja, mit Kabel, ne? Wir haben die Pumpe jetzt mal ganz normal laufen lassen, weil du merkst, hier drunter ist im Moment noch alles so ein bisschen über Nacht mit, ja, gegen den Wind beziehungsweise Regen geschützt. Ja, halt eben 25% fehlen ja an Solarenergie, die man halt eben dem Controller zuführen könnte. Ja, aufräumen müssen wir auch mal wieder. Wir haben zwar dem verbogenen Gestell noch einen Rettungsring dahin geschmissen. Ja, nutzt alles nichts, ne? Das Zeug ist durch. Ist halt eben von der Sturmgeschichte alles verbogen. Ich werde natürlich einen Teil davon benutzen können, ganz klar. Aber so wollen wir dann hier mal klar Schiff machen. Und wir haben natürlich viel an dem Moped Zeit liegen lassen, die wir jetzt wieder so ein bisschen aufholen müssen. Ja, so bleibt uns dann jetzt auch übers Wochenende ja genug Arbeit. Ja, Ploy wird gleich kommen mit dem Moped. Bin mal gespannt, was sie sagt. Ist nach wie vor etwas schwer anzutreten, aber sie schafft es dann trotzdem. Und geht? Ja. So, so bin ich dann schon mal vorne mit dem Moped gut klarkommen. Sagte schon, der hat aber mehr Power. Ja, ist klar. Da sind natürlich einige Kubik mehr und der drückt natürlich ganz schön. Ja, zu tun haben wir natürlich auch hier. Ich zeige es jetzt mal. Wir haben damals, als wir hier hingekommen sind, ja als erstes hier diese Pfosten mal aufgestellt, die ohnehin hier waren. Also gekauft haben wir die nicht. Allerdings liegt jetzt einer um.
gibt ja schon mal Abonnenten bzw. Kommentatoren, die von diesen Dingern begeistert sind. Ja, die steckst du einfach im Boden und dann ist gut. Aber da kann man dann auch mal zeigen, ich probiere es zumindest mal zu zeigen. Ja, da ist dann halt eben Metall nicht viel drin. Also hier sind ein bisschen Knüppel drin von 4 mm Dicke. Ja, weiß ich nicht. 3, vielleicht 4 Stück. Ja, die brechen dann ab, ne? So müssen wir hier den Pfosten dann heute auch mal entsorgen bzw. wegfahren. Ich kann es nicht beweisen, aber ich meine, Plois Onkel wäre da im besoffenen Kopf mit dem Trecker gegengefahren. Kann alles passieren. Ja, da muss ich natürlich auch mal permanent um die Pflanzen kümmern. Wir haben bis jetzt wenig, muss man ja so eingestehen. Allerdings haben wir das Wenige jetzt erstmal gerade wieder freigelegt. Die Landschaft blüht jetzt so richtig auf und ja, dann kommst du mit dem Mähen kaum hinterher. Allerdings haben wir jetzt hier wieder klar Schiff gemacht. Unter anderem, ja, hat man dann auch Besuch von unseren Kühen hier. Da sind so 25 Tiere. Hier und da kommen die vorbei. Ja, ist dann auch immer so ein bisschen Unterstützung. Ist zwar jetzt nicht die Riesenmenge, aber so haben wir dann hier zwei Familien aus dem Nachbarort mit Kühen. Ja, die halt eben ihre Tiere auch hier schon mal rüber treiben und wir lassen sie natürlich gerne hier drauf. Hilft immer so ein bisschen mit kurz zu halten. Ja, aus dem, was wir jetzt gerade eben gesehen haben, sprich, ja hier, ne, soll natürlich noch alles mit Pflanzen versehen werden. Und ja, da wollen wir uns dieses Jahr mal so dran geben, hier das ein oder andere mehr entstehen zu lassen. Ja, allerdings hat uns jetzt auch wieder die Sonne eingeholt, sollte eigentlich heute ein bewölkter Tag bleiben, war auch heute Morgen so, war eigentlich schön. Ja, jetzt werden wir gleich noch die Betonpfosten beiseite räumen und ich glaube, dann werden wir auch schon fast langsam wieder Feierabend machen. Unter anderem ist auch noch wieder ein bisschen Party im Nachbarort, vielleicht fahren wir da mal hin, schauen wir da mal. Wir haben auch wieder unsere treuen Gehilfen zu Besuch und die helfen uns auch wieder, alles hier so ein bisschen kurz zu halten. Erstmal gucken, ob wir keine Skorpione wieder darunter haben. Das ist ja dann oft der Fall. Ach, der hängt doch noch an einem fest. Ja, super. Schon hat er verloren. Und weg dafür. Heute wieder Mittag. Ja, wir haben auch wirklich jetzt die Schnauze voll, auf gut Deutsch gesagt. Die Sonne kam wieder gut durch. Und ja, macht dann jetzt auch keine Lust, haben wir jetzt auch keine Lust mehr dafür. Wir haben auf jeden Fall einen Großteil geschafft. So machen wir dann ja jeden Tag. Ja, bürdet uns halt eben die Farm immer wieder so ein bisschen Arbeit auf. Wir sagen teilen, liken, abonnieren, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Jürgen und Leu aus Thailand. Tschüss.